Füße und sind Diktatoren der Vergangenheit. Fresst, fresst Pfanngemüse. Und wenn ihr dann richtig geil Pfanngemüse fresst, könnt ihr auch mal Diktatorenquartett spielen. Spielt doch mal Diktatorenquartett, Mann. Und dann fresst ihr wieder. Es gibt Pfanngemüse, ganz viel. Pfanngemüse. Ich esse wahnsinnig gern. Immer schön das Löffelchen rein. Malerei ist Chef, nicht der mickrige Maler.
mich nicht leiden sehen. Verbitterte Künstler sind doch das Schäbigste. Ich leide höchstens an Leuten, die mir Stoppschilder vorhalten und sagen, hör auf, Hitler zu malen! Die Hälfte des deutschen Kunstbetriebs hält sie für einen Scharlatan! Tja, technisches Können ist keine Kategorie von Kunst. Deswegen bin ich diesen Kritiker. Evolutionär überlegen. Der Kunst ist es egal, ob ich etwas kann. Ich muss ihr dienen, indem ich tue, was die Zukunft will. Was will die Zukunft? Die Aufgabe von Kunst ist es, Zukunft möglich zu machen. Die Regierungsform von morgen ist es, diesen undefinierten Raum zwischen Kunst und Realität auszudehnen. Dieses Niemandsland muss ganz groß werden. Die Kunst steht über den Dingen. Sie ist zeitlos. Und weil sie über der Politik steht, darf man sich niemals als Künstler der Altmensch einmischen. Viele berühmte Menschen denken oft in der dritten Person über sich nach. Sie auch? Ja, das ist Standard bei mir. Wenn man mich zwingt, mein Mädchen ist, gibt es nicht zum Besten zu gehen. Dann tue ich das, aber immer nur sehr ungern. Denn ich versaut halt. Totale Verderb und Selbstverwirklichung. Fanatiker ziehen andere mit in den Abgrund. Und sollte sein Ich rausfurzen. Meine Mutter hat mich noch nie kennengelernt. Das wäre ja bitter. Sie würde Charles Bronson kennenlernen. Leiden Sie darunter, zu einer sozialen Plastik geworden zu sein? Nein. Ich liebe die Kunstfigur Mese. Sie ist meine Möglichkeit, alt zu werden. Sie muss nur härter werden, präziser geschnitzt. Es kann nicht das Ziel von Kunst sein, von jedem Kaparsch geliebt zu werden. Warum machen Sie auf der Bühne den Hitlergruß? Routine wie Kaffee trinken. Warum sollte man es zulassen, dass eine Körpergeste durch eine Ideologie kontaminiert ist? Ich habe den Hitlergruß in der Kunst durch die Kunst zum Mäßigungs gemacht. Gibt es in Ihren Augen politische Kunst? Kunst ist die größtmögliche Freiheit. Und wenn sich die Kunst der Politik anbiedert, dreht sie sich selbst und begeht Selbstmord. 2004 fingen Sie an Ihrer Unterbrust. Ich sage ihr immer, erstens sind die Unterhosen gewaschen und zweitens ist das Kunst. Es sind die Unterhosen der Kunst. Sie wurden hier aus den Händen genommen, weil sie Zukunft. Material sind.